Ja, Bro, herzlich willkommen beim DSC Drive, unsere zweite Ausgabe. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen mal anfangen, habe ich so überlegt, mit deinem Namen. Reinhold oder Ray? Sagt eigentlich noch einer Reinhold zu dir? Ja, doch schon. Also meine Familie, meine Eltern, die nennen mich immer noch Reinhold. Ja. Enge Freunde, die ich halt auch schon länger kenne, aber die meisten nennen mich Ray. Bleiben wir heute bei Ray? Bleiben wir bei Ray. Sehr schön. Ist Bielefeld auch schon ein Stück Heimat geworden? Ja, definitiv. Also schon allein... weil mein Sohn hier geboren worden ist und meine Tochter wird auch hier geboren werden. Von daher... Deine Frau ist schwanger? Ja. Ist okay, herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke. Wann ist es soweit? In 2 Monaten. Oh, spannend. Okay. Ja, auf jeden Fall. Wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, schon allein deswegen. Beide Kinder sind dann in Bielefeld geboren worden. Mhm. Also ich glaube, da muss man ja schon eine Verbindung zu der Stadt haben. Okay. Das heißt also, wenn du hier durch die Stadt cruist und zum Training fährst und zurückfährst etc., dann ist das für dich jetzt nicht nur ein Gefühl wie, das ist mein Arbeitsplatz hier in Bielefeld, sondern da ist für dich auch schon ein Gefühl dabei, hier fühle ich mich zu Hause. Ja, definitiv. Zumal halt einfach auch jetzt im Vergleich zu Salzburg, wir auch viel näher sind an unserer Familie. Heimat, Familie ist dir sehr wichtig und was ich auch gelesen habe, was dir wahnsinnig wichtig ist, ist Glaube. Ist das immer noch so oder hat das mit dem Kind, weil man weniger Zeit hat, zum Beispiel gelitten? Ich habe mal gelesen, dass du früher jeden Morgen um 6.45 Uhr gebetet hast. Ja, das stimmt. Ist das immer noch nein, so? Nein, das ist nicht mehr so. Okay. Nein, natürlich, der Glaube spielt nach wie vor eine bedeutende Rolle in meinem Leben. Ich glaube, das ist gesund und das gehört auch einfach dazu, dass man jetzt nicht in so einem blinden Glauben verfällt und kann trotzdem nach wie vor sagen, der Glaube hat eine bedeutende Rolle in meinem Leben. Du hast, als du in Karlsruhe warst, in einer Freikirche gepredigt. Und genau. Ich habe Zitate von dem Pastor damals der Gemeinde gelesen. Uwe Dahlke. Richtig, genau. Und der sagte, er hat selten einen Menschen erlebt, der die Menschen so fesseln kann mit seinen Worten, wie du das machst. Und du warst ja noch ein ganzes Stück jünger. Also ja. Das ist ja schon einige Jahre her. Also du warst Anfang 20. Woher kommt das bei dir, dieses Reden, diese Kunst, auch Rhetorik, Eloquenz? Das ist ja was, was man eigentlich nicht lernen kann. Das muss man Ich glaube, das ist... irgendwo veranlagt. Also, wenn man mich mit meiner Schwester vergleicht zum Beispiel, also die steckt mich locker in die Tasche. Also, wie sie reden kann, ist brutal. Ja. Glaube, liegt irgendwo bei uns in der Familie. Aber auf der anderen Seite muss ich auch wirklich sagen, als ich dann im Sportinternat in Köln war, da hatte ich eine Deutschlehrerin, Beate Weisbart, die hat sehr viel Wert drauf gelegt, auf Sprache. Okay. Also, bei ihr war das wirklich ganz oben auf der Prioritätenliste, wie man sich ausdrückt. Und darauf hat sie wirklich sehr, sehr viel Wert gelegt, dass wir halt auch einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wir mit unserer Sprache halt umgehen. Und genauso in deine Karlsruher Zeit fiel ja damals dein politisches Engagement. Du richtig. Warst ja eine Zeit lang nicht nur Profifußballer, sondern parallel auch noch Lokalpolitiker. GfK, genau. Gemeinsam GfK Karlsruhe, gemeinsam für Karlsruhe. Warst du im Gemeinderat, wurdest mit über 7000 Stimmen damals gewählt, ohne dass du Wahlkampf gemacht hast. Genau. Das würden sich viele Politiker gar nicht wünschen, dass das funktioniert. Es war ein Unfall, wirklich. Es war nicht so geplant. Okay. Und zwar hing das halt auch mit meiner freievangelischen Gemeinde zusammen, die ich damals halt auch besucht habe. Und da war halt jemand, der schon in der Wählervereinigung war. Okay. Und hatte mich halt einfach gefragt, ob ich mir nicht mal vorstellen könnte, weil sie ja natürlich auch für Werte stehen, mit denen ich mich ja auch identifizieren konnte und auch immer noch kann. Einfach mal so ein bisschen Publicity zu machen, ein bisschen Werbung, zu sagen, hey, das ist gut, Leute, schaut euch das mal an, werft mal einen Blick darauf, was sie halt auch in der Stadt verändern wollen. Dachte ich, ist nichts Falsches mit dabei. Und haben mir schon gesagt, ne, damit das halt auch seriös rüberkommt, dass man dass es glaubhaft ist, sollte ich mich doch mit auf die Liste setzen lassen. Naja, wirklich ganz, ganz hinten. Und dann, ach, das wird nicht passieren, dass ich da gewählt werde. Ich sage, ja, okay, komm, mach mal's. Ja, und so wie es gekommen ist, bin ich dann doch reingewählt worden. Und zwar nur, also auf Platz 2 hinter dem Parteigründer. Genau, richtig. Ja. Also Politik hat für mich dann auch einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Einfach zu wissen,
das ist immense Arbeit, die da auf einem zukommt und die man dann auch verrichten muss. Und wir als kleine Wählervereinigung damals mussten ja wirklich viel selber machen. Ich musste selber viel auch recherchieren. Das hast du ja bei größeren Parteien, hast du ja dafür auch nochmal Leute, die das ja übernehmen. Dein Problem, ne? Und das ist nicht einfach. Und dann bei so einer Gemeinderatssitzung, die dann oftmals Stunden geht. Ja, da geht ja wirklich ein halber Tag geht ja schon drauf an einer Gemeinderatssitzung. Du hast drei richtige Traditionsvereine kennengelernt mit Köln, Karlsruhe und Arminia. Du hast aber auch bei Red Bull gespielt in Salzburg. Wie würdest du da so den Unterschied aufzeigen zwischen Tradition und eben so einem geplanten Verein wie Red Bull? Macht das für dich überhaupt noch einen Unterschied, nachdem du da einige Jahre verbracht hast? Ja, ich ziehe gerne immer so die Parallele, dass Red Bull bezeichne ich immer so mehr als dieses moderne Unternehmen. Ja. Und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie abwertend oder bösklingig sein. Die Traditionsclub dann auch wie so traditionelle, eingefleischte, eingesessene Unternehmen, die nicht wirklich, oder wo die Kette halt einfach ein bisschen länger dauert, um halt einfach mal gewisse Dinge halt umzusetzen. Mhm. Und bei Red Bull ist es dann halt einfach auch so gewesen, dass wirklich sehr innovativ, viel investiert, sehr strukturiert halt auch. Und es ist ein anderes Spirit halt einfach in so einem Club. Und klar, natürlich weiß man natürlich auch um die wirtschaftlichen Mittel, die so ein Club dann halt einfach mit sich bringt. Aber auf der anderen Seite glaube ich, Tradition ist immer auch irgendwo wichtig. Definitiv, einfach für die Kultur auch. Aber ich würde mir oftmals wünschen, dass dann, ja, Traditionsclub dann auch mal ein bisschen mutiger sind, neue Dinge auszuprobieren. Und das finde ich halt genau cool, wie wir das jetzt nämlich gerade hier machen, dass die Arminier da jetzt nicht sagt, wissen wir nicht, wie es ist, ist uns zu fremd, sondern sagt, hey, klingt cool, lass uns das einfach mal ausprobieren. Trotzdem gibt es ja eine große Abneigung gegen Red Bull. Absolut. Kannst du das nachvollziehen auf Fanseite, sowas? Auf Fanseite ja, glaube aber schon, dass halt einfach die Perspektive zu eingeschränkt ist. Man betrachtet das zu sehr aus einer Fanperspektive und das ist eine Sache, die ich halt auch lernen musste. Ne? Fans denken anders. Und ich glaube, man sollte da schon versuchen, eine mehr makroökonomische Perspektive einzunehmen, die Dinge halt einfach mal anders zu beleuchten. Wieso, weshalb, warum, was sind die Ziele, was sind die Ambitionen und halt einfach mal viel mehr dieses Fansein versuchen auszuklappen. Und ich glaube, dann sieht man oder könnte man diese Dinge halt auch anders beleuchten. Würdest du das als sehr lehrreiche Zeit da in Salzburg bezeichnen? Weil das ja vom Kosmos her, glaube ich, nochmal was ganz anderes beispielsweise jetzt als Bielefeld oder Karlsruhe ist. Was hast du da mitgenommen aus dieser Zeit bei so einem großen Club? War ja auch nicht einfach für mich dort, weil ich komme da hin und bin ja sofort verletzt. Ja. Und es war dann halt auch keine kleine Verletzung. Eine Verletzung, die mich anderthalb Jahre rausgeworfen hat, aus der Bahn geworfen hat, wo man nicht mal mehr wusste, ob ich überhaupt noch mal Fußball spielen kann. Ne? Und das werde ich immer irgendwo mit Salzburg dann auch verbinden. Okay. Man wusste ja auch nicht genau, was ich hier hatte. Und das macht die Sache dann schwer. Sag mal ganz kurz, was war das damals genau? Es war eine Zyste am Knorpel. Okay. Die hat mir solche immensen Probleme bereitet. Würdest du im Rückblick jetzt sagen, dass der Schritt zurück nach Bielefeld genau der richtige für dich war, sportlich? Du hast dich ja in dem halben Jahr hier sehr wohl gefühlt. Du bist gleich zum Publikumsliebling geworden. Du hast die unvergesslichen 3 Tore, ich glaube, innerhalb von 12 oder 13 Minuten gegen Braunschweig, damals beim 6-0 geschossen. Das war ein Spiel. Das war ein wahnsinniges Spiel. Ja. War das für dich eine Option? War das die beste Option? Wie bist du denn zu Arminia gekommen? Es war für mich und meine Familie in unserer Situation die beste Option. Da nehme ich jetzt nicht nur die sportliche Komponente mit rein, die natürlich mit ausschlaggebend ist oder gewesen ist damals, klar, ne, weil auch mit dem Trainer Uwe Neuhaus, den ich dann auch kennenlernen durfte, zu wissen, dass da ein Trainer ist, der selber noch Ziele hat. Ja. Ne, also der jetzt wirklich sagt, hey, ich möchte etwas erreichen. Und das hat mich dann schon auch beeindruckt zu wissen, dass da jemand ist, der dann halt auch die Mannschaft dahin führt. Sagen, Leute, wir müssen uns Ziele setzen, wir müssen dafür tagtäglich arbeiten, um diese Ziele dann auch erreichen zu können. Und das war für mich dann, sage ich mal, der sportliche Auslöser, zu sagen, hey, wir wollen nicht nur Klassenerhalt, sondern wir wollen eine Kultur entwickeln und wir wollen größere Ziele angehen. Ob man sie dann letztendlich erreicht, ist eine andere Frage. Ja. Aber zumindest ist die Ausrichtung da. Wie soll ich das erklären?
der Hinblick auf, dass in Bielefeld ist ja auch eine Unternehmerstadt. Ja. Was für mich und meine Frau auch relevant ist. Okay, das heißt, weil ihr Unternehmer werden wollt oder weil ihr da Ideen habt oder? Nicht, dass wir Unternehmer werden wollen, wir sind es ja schon. Okay. Das ist. Was macht ihr genau, wenn ich fragen darf? Also wir haben insgesamt 3 GmbHs. Okay. Es ist eine Online-Marketing, Social Media Marketing Agentur. Dann ist es ein Kosmetikunternehmen, wo wir die launcht jetzt hoffentlich in den nächsten 1,5 Monaten. Mhm. Und das andere ist auch nochmal ein E-Commerce-Bereich, was sich auf Haushaltsprodukte spezialisiert hat. Die habt du und deine Frau? Genau, ich und meine die gegründet Frau. Und betreiben die sozusagen? Genau. Wahnsinn. Richtig. Okay. Und das ist halt etwas, was viele noch nicht so wissen, weil ich war schon immer mehr Unternehmer als Politiker, aber ich habe das nie auch so nach außen getragen, weil ich ja weiß, als Person des öffentlichen Lebens, man schielt halt immer sofort da drauf. Ja, das hört sich an wie eine ziemlich klare Planung, was die Zeit nach der Karriere angeht. Weil wir wissen, okay, wenn es wirklich gut läuft, spielen wir bis 35. Sag ich jetzt einfach mal, ich sage, wenn du heute noch bis 35 spielen kannst, ist es sehr lange. Ich habe selber schon war in der Situation, dass ich gespürt habe, dass es sehr schnell vorbei sein kann mit der Karriere. Das war halt schon immer so dann, gerade das Thema Entrepreneurship, Unternehmertum, Online-Marketing, hat mich schon immer begleitet. Wir fahren jetzt hier zufällig an der Founders Foundation vorbei, die ja hier den Startup-Geist von Bielefeld besonders atmet. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du das kennst. Ja, klar. Das hört sich jetzt alles so an, als wenn du da auch schon mal mit zu tun gehabt hättest. Das noch nicht, nein, aber es ist mir bekannt. Okay. Gut, das hört sich an, als wenn der da vielleicht mal zusammenkommen könnte. Vielleicht, Man weiß. Lass uns über Geld reden, weil ein Spieler, der 18, 19, 20 ist und auf einmal Unmengen an Geld auf seinem Konto hat, das ist ja nicht unbedingt einfach, glaube ich. Nein. Wie hast du das damals empfunden? Wie war das für dich? Ich glaube, es ist jetzt heute auch noch mal ganz anders als zu meiner Zeit. Ja. Ich glaube, heute die 17, 18-Jährigen, je nachdem natürlich, wo sie sind, dass sie natürlich mit Summen überschüttet werden, die ja schon astronomisch sind. Ja. Und wenn da auch gar keine Vorbereitung da stattgefunden hat, was ja auch schwer ist, weil oftmals passiert es ja jetzt dann auch von heute auf morgen, sondern es passiert ja oft schnell schlagartig. Und dann ist es natürlich sehr schwer, solche Jungs dann halt auch wirklich klar zu vermitteln, gewissenhaft damit umzugehen. Weil du kannst das am Anfang gar nicht so schnell ausgeben, so wie es wieder reinkommt. Denkst du, ja, das kommt schon wieder. Nächsten Monat ist ja eh schon wieder, ist ja wieder alles gut. Deswegen kann ich mal. Und dann schleicht sich oder entwickelt sich dann natürlich auch ein Lebensstil, der, wenn sich das Leben, die Karriere dann auch mal schlagartig in eine andere Richtung entwickelt oder dreht, zu großen Problemen führen kann. Hast du da die ganze Zeit in deiner Karriere Korrektoren gehabt, die da auf dich eingewirkt haben? Oder brauchtest du die nicht, weil du das am Ende irgendwie geschafft hast, den Umgang damit, ja, vernünftig hinzubekommen? Doch, ich glaube, jeder braucht die irgendwo. Ich glaube, es ist, man braucht Mentor, man braucht Leute, die einfach auch schon Erfahrung in gewissen Bereichen haben, wovon man einfach profitieren kann, und die Person gab es in meinem Leben auch. Muss ich wieder erwähnen, die meine Deutschlehrerin damals, Beate Weisbart, war auch so eine Person, die mir gesagt hat, Leute, als ich dann U17 Europameister geworden bin, dann kam der erste Probevertrag, Ray, gewissenhaft damit umgehen. Und meine Eltern ja auch. Ja, meine Eltern waren da auch immer Ray. Die haben auch am Anfang immer noch meine Finanzen verwaltet. Bis zum Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, nee, es gehört einfach dazu, in meiner Persönlichkeitsentwicklung, dass ich selber die Verantwortung dafür übernehme. Das war bei mir dann schon, ja, im Alter von 21 Jahren. U17 Europameisterschaft. Du warst damals, 2009 war das, in Deutschland, glaube ich. Du warst Kapitän dieser Mannschaft. Da spielten ein Mario Götze, Jorge Mustafi, Ter Stegen. Das sind ja alles Namen, die heute bei Riesenclubs spielen. Hast du zu denen erstmal noch Kontakt? Gibt es da noch was? Also wenn nur zu Mario, und das aber auch nur sporadisch. Hin und wieder hören wir voneinander. Aber zu den anderen gar nicht mehr. Okay, das ist dann einfach auch zu lange her. Und die Mario und ich haben ja schon eine andere Vergangenheit. Oh, ja? 3 Jahre Malle gewesen hintereinander. Zusammen? Ja. Und, okay. Das war dann schon eine engere Freundschaft auch. Ja. Deswegen besteht da immer hin und wieder noch der Kontakt. Wo ich hier einen Fußballer sitzen habe, einen gläubigen Menschen und auch noch jemanden, der schon Politikerfahrung gesammelt hat. Du bist in Deutschland geboren. Hier gibt es gerade einen sehr starken
Rechtspopulistischen in Deutschland. Wie nimmst du das auch als dunkelhäutiger Spieler wahr? Es ist schwierig, weil es halt einfach zu komplex ist. Auch da, glaube ich, wäre es falsch, wenn wir sagen würden, es liegt an diesen und jenen Dingen. Ich muss dazu sagen, dass ich immer das Glück hatte, dass ich mit solchen Dinge halt selten konfrontiert worden bin. Also, tatsächlich, du hast das nie erlebt? Doch, ich hab's schon erlebt. Rassistische Anfeindungen habe ich erlebt, aber im Vergleich zu anderen Spielerkollegen, muss ich wirklich sagen, ist es mir wirklich gut ergangen. Okay. Und es ist natürlich gar keine schöne Sache. Es ist bedrückend. Mhm. Es macht einen auch wirklich traurig. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich schon finde, dass in Deutschland schon ganz klar Position bezogen wird. Mhm. Und das finde ich schon, ist ein Statement. So wie Wir sind mehr letztes Jahr. So ist es. Diese Geschichte, genau. Ne? Das war ja ein deutliches Zeichen. Absolut. Kannst du das an einem Beispiel, wo du das selber mal im Alltag oder sogar auf dem Fußballplatz erlebt hast, Rassismus? Auch eine ganz lustige Sache. U17. Das war Vorbereitungsturnier auf die U17-Europameisterschaft. Spielen wir gegen England. Da gab es halt einen Spieler, der hat mich dann halt mit dem N-Wort beleidigt. Mehrmals im Spiel. Okay. Aber ich meine, wir hatten einen Trainer auch damals, Marco Pezzaioli, der hat uns auch immer schon darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann, dass wir wirklich cool damit umgehen sollen, einfach ignorieren sollen und uns gar nicht drauf einlassen sollen. Ist mir auch nicht schwer gefallen. Nur das Lustige daran ist, der Trainer der englischen Mannschaft war selber schwarz. Also ich weiß nicht, was der Spieler sich dabei gedacht hat. Und das haben wir dann natürlich auch gemeldet. Mhm. Ja, und ist dann auch anschließend im Hotel, wir waren alle im selben Hotel untergebracht, dann noch zugekommen, hat sich entschuldigt. Immerhin, klar, das war so eine Sache. Und eine von wenigen Situationen, wo ich damit mal konfrontiert worden bin. Ich weiß von anderen Kollegen, die sind da schon durch die Hölle gegangen. Es gab ja dieses Thema Rassismus, gerade auch im Fußballgeschäft von Clemens Tönnies, die Aussagen. Wie hast du das damals im ersten, als das alles aufkam, wahrgenommen? Weiß ich, ob du ihn sogar persönlich mal kennengelernt hast. Hat dich das irritiert? Konntest du das glauben, was er gesagt hat? Ich erinnere mich, Hans Zappa hat ja dazu ein Statement, glaube ich, auch gemacht. Hans Zappa, ne? Gerhard Asamoah, die ihn beide gut kennen. Ja, ja. Warte, was hat er gesagt? Das erinnert mich an die Kolonialzeit zurück. Irgendwie sowas hat er gesagt. Genau. kann ich nur genauso bestätigen. Ne? Also, ich war schon geschockt, muss ich ehrlich sagen. Weil man halt, für mich ist einfach, wenn ich einfach die Zeit betrachte, in der wir leben, und das ist, muss man vielleicht auch sagen, wieder irgendwo ein Denkfehler davon auszugeben, dass einfach durch die Zeit, die immer die moderner voranschreitet, zu glauben, dass gewisse Denkmuster Standard sind, dass es halt eben nicht so ist. Dass es halt immer noch Leute gibt, wo es einfach so tief verwurzelt ist, eine ganz bestimmte, man kann ja schon Weltanschauung dazu sagen, glaube ich. Ja, ja, ja. Und diese dann halt auch nach außen vertreten. Lass uns zu einem schöneren Thema wechseln. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, bei euch aus der Mannschaft, da sind ein paar Highsporne dabei, die immer viel NFL gucken, Football und so weiter. Fabi Klos zum Beispiel. Fabi Klos zum Beispiel, genau. Bist du auch einer, der sich für eine andere Sportart total begeistern kann und da auch mal, wenn es jetzt amerikanischer Sport ist, nachts für aufstehen würde? Also American Football finde ich auch genial. Ja. Finde ich genial, aber ich bin noch lange nicht so in diesem Thema drin wie ein Fabi Klos zum Beispiel. Okay. Würde auch nachts nicht dafür aufstehen. Jetzt. Da muss ich halt einfach sagen, was mich halt einfach begeistert, sind halt einfach so Elon Musk zum Beispiel. Mhm. Das Unternehmen Apple. Ich weiß, es ist ja kein Geheimnis, wenn die Jungs das sehen werden, ich bin ein großer Apple-Fanboy. Ja, halt solche Sachen, also Innovation und also schon so Wirtschaft, das ist schon eher das, wo ich sage, damit beschäftige ich mich eigentlich überwiegend. Wir sind jetzt wieder bei dir zu Hause angekommen. Jetzt muss ich ja mal gerade dieses Ding ausstellen. So. Ich sage ganz recht herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hab zu danken, also ich fand's auch cool. Viel Neues von dir erfahren. Unsere User, unsere Leser werden viel Neues von dir erfahren. Sehr spannend, muss ich sagen. Ja. Ray. Ganz herzlichen Dank. Ja? We'll be right back.